es gibt viel zu viel und viel zu viel Schlechtes. Das muss man mal vorab sagen an Design. Was der Braun-Preis immer noch tun kann und er auch tun sollte, ist, das Bessere herauszustellen und die Ausbildung herauszufordern. Denn sie ist für meine Begriffe nicht mehr relevant, was die heutigen Technologien, was überhaupt unsere heutige Situation verlangt. Design, habe ich schon mal irgendwann formuliert, ist in erster Linie ein Denkprozess. Und heute brauchen wir ganz neue Strukturen, um überhaupt zu erfassen, was ist denn notwendig und was ist nicht notwendig. Es gibt so viele Dinge, die überflüssig sind. Also auch da wieder einfach. Einfachheit. Es ist weiterhin sicher notwendig, sich mehr um vielleicht um Werkzeuge zu kümmern. Also wie macht man Dinge? Welche Materialien sind zukünftig relevant? Welche müssen wir weglassen, weil sie ökologisch problematisch sind? Also die Aufgaben sind nicht weniger, sind viel mehr geworden als damals, als ich anfing, auf dem Gebiet Design zu arbeiten. The world is complicated. Die Welt wird nicht besser, aber wir können helfen, dass wir sie besser verstehen, nicht? In jeder Beziehung. Das betrifft natürlich alles. Das betrifft kommunikative Dinge, das betrifft Politiker, das betrifft nicht nur das Design, das betrifft unser gesamtes Zusammenleben zukünftig. Alles, was man einfacher machen kann, ist besser verständlich. Und da liegt ja auch heute noch eine irrsinnige Zukunftsaufgabe. Wie können wir zukünftige, was immer es ist, Dinge, die unsere Umwelt bestimmen, Produkte, Häuser, wie können wir sie uns selbst verständlicher machen? Es wäre ja auch wichtig, zum Beispiel Ideen zu erhalten, wie wir zukünftig miteinander umgehen, um zu einer besseren Umwelt zu gelangen. Wie erreichen wir Ziele, die uns davor bewahren, unsere Kultur nicht ständig kaputt zu machen? Wir sind ja also dabei, vieles nicht besser zu machen, sondern eher zu verschlechtern oder zu, wie man so schön sagt, schlimm zu verbessern. Also es gibt tatsächlich wirklich wenig Gutes. Das muss der Aufruf sein, wirklich bessere Dinge zu machen. Nicht nur spektakuläre Dinge, vor allen Dingen.